Herr Ludmar Benzmann, Kooperation Adveniat KAB, was ist die Idee dahinter? Grundsätzlich wollen wir gern mit allen in der kirchlichen Arbeit zusammenarbeiten und kooperieren. Und es gibt schon eine längere Zusammenarbeit mit Adveniat, die wir vereinbart haben. Und in diesem Jahr ist Adveniat auf uns zugekommen, um aktuell gemeinsam eine Aktion zu fahren. Wie sieht die genau aus? Die sieht so aus, dass wir uns anhängen an die nachhaltigen Entwicklungsziele der UN. Da gibt es ein Entwicklungsziel, das heißt menschenwürdige Arbeit und Wachstum. Und an diesem Ziel haben wir uns orientiert. Und Adveniat hat die Jahresaktion in diesem Jahr an dieser Frage ausgerichtet mit dem Titel Faire Arbeit würde helfen. Und es geht Ihnen darum, über die Frage von menschenwürdiger Arbeit in Lateinamerika nachzudenken. Und in diesem Zusammenhang sind Sie auf die KAB zugekommen, die sich ja auch mit menschenwürdiger Arbeit beschäftigt, und haben uns um Expertise gebeten. Darum gebeten, Sie bei dieser Frage zu unterstützen, deutlich zu machen, was heißt denn eigentlich menschenwürdige Arbeit, wie kann man menschenwürdige Arbeit denken, wie kann man sie organisieren, welche Fragen müssen eigentlich beantwortet werden und welche Anforderungen können Sie auch in Ihre inhaltlichen Überlegungen für die Aktion einbeziehen. Die Weihnachtsaktion selbst ist ja die Spendenaktion zu Weihnachten für Lateinamerika, die auch in diesem Jahr durchgeführt wird und die dieses Mal halt in der Kooperation von KAB und Adveniat stattfinden wird. Wie wirkt diese Zusammenarbeit mit Adveniat in die KAB hinein? Wir wollen die Vereine insbesondere auffordern, sich aktiv auch an der inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Thema würdige Arbeit und würdige Arbeit in Lateinamerika auseinanderzusetzen. Dazu gibt es zum einen Veranstaltungen von Adveniat und von uns, die das fachlich nochmal aufgreifen, wo Menschen aus Lateinamerika über ihre Arbeitswelt und ihre Probleme berichten und auch die Frage stellen, wie kann Kirche was daran tun, dass menschenwürdige Arbeit möglich wird. Zum anderen geht es in dieser Weihnachtszeit auch darum, dieses Thema in Gottesdiensten oder Früh- und Spätschichten oder Impulsen aufzugreifen. Dazu gibt es einiges an Materialien und wir fordern auch unsere KAB-Gruppen auf, diese Materialien aufzugreifen und selbst auch Veranstaltungen durchzuführen. Und nicht zuletzt wäre es schön, wenn die Tüten zu Weihnachten auch von den Männern und Frauen der KAB verteilt werden und wir damit deutlich machen, dass wir diese Aktion mittragen und uns das ein Anliegen ist.